Ja, Herr Huber, mit Ach und Krach kommen wir durch den Winter, sagt Olaf Scholz. Wie viel Ach und wie viel Krach wird es geben? Ja, die ganze Ampel ist ja Ach und Krach. Und ich finde, Ach und Krach ist für Deutschland zu wenig. Und wenn Olaf Scholz selbst die Situation so beschreibt, dann würde ich mir auch erwarten, dass er vor allem auch für Ersatz sorgt. Denn das größte Problem ist ja vor allem auch die Knappheit auf dem Energiemarkt. Deswegen wäre es ja auch so notwendig gewesen, ein klares Signal auszusenden, die drei Kernkraftwerke, die noch am Netz sind, auch länger laufen zu lassen und auch bei den Gesprächen mit anderen Lieferanten für Gas voranzukommen. Aber wir haben gesehen, alle Reisen von Olaf Scholz und Robert Habeck verliefen ergebnislos. Herr Horn, Ach und Krach in der Ampelkoalition. Wie weit kommen wir denn mit Ach und Krach jetzt im Winter? Wir kommen über den Winter, das ist ganz klar. Denn die Bundesregierung hat schon einige Vorsorge getroffen, dass wir dies schaffen. Sie hat die Gasspeicher sehr gut gefüllt. Wir sind eigentlich vor dem Plan dort. Und das heißt, wir haben Reserven an Gas zur Verfügung. Das Zweite ist, die Reisen der Bundesregierung waren nicht ganz so erfolglos, wie Herr Huber das darstellt, sondern es ist Ersatz besorgt worden, teurer Ersatz zugegebenermaßen, aber es ist Ersatz besorgt worden. Anfang des Jahres gehen die Flüssigterminals in Betrieb. Das wird auch noch weitere Möglichkeiten uns eröffnen, Gas zu liefern. Und wir kommen so durch den Winter. Allerdings sind die Preise exorbitant hoch und das belastet natürlich die privaten Haushalte genauso wie die Unternehmen. Aber wer soll es bezahlen? Das ist genau die entscheidende Frage. Zunächst mal bezahlen die, die das Gas bestellen. Aber dann wird die Bundesregierung dafür sorgen, dass niemand mit diesen überhöhten Kosten alleingelassen wird. Oder you never walk alone, wie der Kanzler das ausgedrückt hat. Das ist also der neue Satz, das neue Wir schaffen das. Ne? Das ist das neue Wir schaffen das, etwas anders ausgedrückt. Das ist sozusagen die politische Garantie und das politische Versprechen, dass die Bundesregierung alles tun wird, was in ihrer Macht steht, um diese hohen Kosten, die ohne Zweifel bestehen, abzufedern, sowohl für die privaten Verbraucher als auch für die Unternehmen. Aber Fakt ist doch, dass die Reise nach Katar ohne Ergebnis blieb. Fakt ist doch auch, dass die Reise nach Norwegen ohne Ergebnis blieb. Und Fakt ist doch auch, dass die Reise nach Kanada uns kurzfristig auch nicht hilft. Das ist doch erst einmal Fakt. Und Fakt ist doch auch, wenn die Bundesregierung sagt, es kommt auf jede Kilowattstunde an, dann ist es doch geradezu fatal, drei Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, auf Kindergartenniveau, Ratschläge zu erteilen nach dem Motto, nutzt mehr Waschlappen, lasst die Deckel länger auf den Kochtöpfen. Das kann doch kein Konzept sein. Übrigens, ich wundere mich schon auch, wie man auf die Idee kommen kann, Türen schließen im Winter wäre ein Konzept. Auf das muss man erst einmal kommen. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Einzelhändler bisher übermäßig lange und unnötigerweise lange im Winter Türen und Fenster offen gelassen hat. Also Ratschläge an die Menschen nach dem Motto, mir wird vorgeschrieben, wie lange ich die Fenster offen lassen darf und wann ich die Türen schließen muss, das ist doch kein Konzept für Europas größte Volkswirtschaft. Meine Partei hält sich mit solchen Ratschlägen zurück und Fakt ist eben auch, Herr Huber, Fakt ist eben von der Ampel, ja? Ich distanziere mich nicht von der Ampel, aber ich würde nicht jede Äußerung eines jeden Ministers oder Ministerpräsidenten in dem Fall positiv kommentieren. Ich habe ja auch schon meinen eigenen Verstand. Nein, Fakt ist auch, Herr Huber, und das müssen Sie eben auch zur Kenntnis nehmen, dass die Gemeinschaftsdiagnose der Forschungsinstitute, die laufend Simulationen dazu macht und ausführliche Berechnungen dazu macht, wie wir mit den Gaslieferungen hinkommen, immer stärker optimistisch wird, dass wir diesen Winter tatsächlich schaffen. Es gibt diese Berechnung und es stimmt einfach nicht, was Sie sagen, dass wir viel zu wenig Gas hätten. Wir haben zu teures Gas, ohne Zweifel. Aber wir kommen mit dem Gasströmen, wie sie jetzt laufen und wie sie geplant sind und wie der Füllstand der Speicher ist, über den Winter. Das ist Fakt. Das sieht die Bundesnetzagentur offensichtlich anders. Die Bundesnetzagentur hat vor kurzem selbst noch dargestellt, es gäbe keinen Strommangel, sondern einen Gasmangel. Wir haben uns alle gewundert, warum dann in dieser Situation, wie die Bundesnetzagentur sie beschreibt, dann trotzdem, obwohl das Gas ja angeblich knapp ist und der Strom angeblich nicht, trotzdem so viel Gas für Strom verwendet wird wie noch nie. Also da widerspricht sich ja auch die Bundesnetzagentur selbst und für den Verbraucher ist das fatal. Es ist ja auch fatal für die Märkte. Wir haben es ja auch vor kurzem erlebt, dass innerhalb eines Tages der Strompreis um 200 Euro rauf und runter geschossen ist. Da bräuchte es auch ein Signal der Stabilität in den Markt hinein, beispielsweise mit den drei Kernkraftwerken, dass die länger am Netz bleiben. Und ich wundere mich dann schon, wenn ich mir die Alternative ansehe, dass Robert Habeck und damit ja auch die Ampelregierung in Norddeutschland an der Küste jetzt dann schwimmende Ölkraftwerke installieren möchte als Reserve. Also drei Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen, um dann schwimmende Ölkraftwerke als Reserve zu installieren. Das ist doch pure Ideologie. Also wie wir auf diese ganzen, wie wir mit den AKWs nun weitermachen oder nicht, da wollen wir später vielleicht noch ein bisschen zukommen. Die Frage ist vor allem auch, als Opposition, das liegt in der Natur der Sache oder in der Natur der Opposition, da schimpft sich's ganz gerne auch gut und da schimpft sich auch einfach. Was macht denn die Bundesregierung gerade richtig?
Wir haben ja, weil Sie auch auf den Punkt der Opposition kommen, möchte ich auch gerne mal darauf hinweisen, dass wir als CSU bereits im Juni unser 15-Punkte-Programm beschlossen haben, sicher sozial und stark durch die Krise mit ganz konkreten Vorschlägen, auch was die soziale Entlastung betrifft. Wir haben zum Beispiel auch ein Winterwohngeld. Aber die Frage war ja nicht, was die Opposition macht, sondern was die Bundesregierung macht. Die Bundesregierung macht vor allem auch den Fehler, dass sie im Gießkannen im Prinzip durchs Land geht und vor allem auch nicht diejenigen bedenkt, die es jetzt brauchen. Wir haben im Einspieler ja auch gesehen, und was macht sie richtig? Und Metzger vor allem auch betrifft. Die Bundesregierung, die Ampelregierung macht mehr falsch als richtig, das muss ich schon auch sagen. Ich will noch mal auf das eingehen, was Herr Huber eben gesagt hat, seine Sorgen um den Strom. Wir haben genug Strom. Es ist natürlich zu teuer, so wie er jetzt ist, als dass sich ihn alle leisten können. Und da hat die Bundesregierung ja mit dem Maßnahmenpaket 3 schon Vorsorge getroffen, die sogenannte Strompreisbremse. Das Problem beim Strom ist, dass immer das letzte Kraftwerk den Preis für alle bestimmt. Und das sind die Gaskraftwerke. Und da wird jetzt eingegriffen und das letzte Kraftwerk das eben nicht mehr bestimmt, sondern dass das begrenzt wird durch eine Obergrenze. Und das entlastet beim Strompreis schon enorm. Und die Menge an Strom, die wir haben, die reicht aus. Es ist die Frage vom Merit-Order-Prinzip, wo wir ja auch dafür sind, dass das hinterfragt wird. Da sind wir uns ja sogar einig und die Bundesregierung macht das richtig. Da sind wir uns sogar einig. Trotzdem bleibt natürlich ein fatales Signal in den Markt hinein, was machen wir mit den Kernkraftwerken. Und mir braucht doch keiner erzählen, dass eine Versorgung, die rechnerisch 10 Millionen Haushalte versorgt, wenn die vom Netz geht, dass das nicht preissteigernd wirkt. Also da muss ich doch wirklich nicht einmal Volkswirtschaft studiert haben, um zu wissen, wenn die Nachfrage gleich bleibt und das Angebot sinkt, dann steigt der Preis. Wenn man tatsächlich so eingreift, wie das in der Strompreisbremse vorgegeben ist, nämlich unterhalb der Schwelle, wo Gaskraftwerke zugeschaltet werden, dann ist der Effekt der zusätzlichen Zuschaltung von Atomkraftwerken überhaupt nicht mehr messbar. Das ist nicht relevant, das zeigen ja auch die Tests. Insofern, diese Debatte ist viel zu eng, die Sie hier führen. Das sind aber auch alles Dinge, die ja jetzt offenbar erst so nach und nach jetzt ans Licht kommen, wo man eingreifen muss und wo man ansetzen muss. Jetzt ist der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Sanktionen ja schon über ein halbes Jahr alt. Im Februar ging das allmählich los. Jetzt ist die Frage, hat man das nicht früher kommen sehen, dass es da klemmen wird, dass wir jetzt in dieser Situation sind? Oder hat man das damals einfach noch weggewischt? Die Bundesregierung hat, seit sie im Amt ist, und so lange ist sie noch nicht im Amt, noch nicht mal ein Jahr ist sie im Amt, und sieht sich einer völlig veränderten Weltlage hinüber. Aber seit sie im Amt ist, hat sie versucht, Vorsorge zu treffen, hat auch Vorsorge getroffen für diese Gasmangellage, die sich andeutete mit dem Konflikt mit Russland. Und sie hat schon sehr frühzeitig angefangen, die Speicher zu füllen. Die waren ja zum Jahresende, nur Jahresanfang diesen Jahres nur zu 2% gefüllt. Das muss man sich mal vorstellen. Sie waren also faktisch leer. Und das war ja auch die Strategie von Putin, da wo er Einfluss auf die Speicher hatte, sie leer zu machen, damit Deutschland auf den Spotmarkt, wo die Preise durch die Decke geschossen sind, angewiesen wäre. Und das hat die Bundesregierung frühzeitig gesehen und hat angefangen, die Gasspeicher sukzessive zu füllen. Und wir sind heute bei einem Stand von 87%, wahrscheinlich heute sogar schon mehr. Und das heißt, wir sind bald an dem Ziel, das wir brauchen, um tatsächlich 2,5 bis 3 Monate mit Gas ausgerüstet zu sein, um über den Winter zu kommen. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum in so einer Situation so viel Gas verstromt wird wie noch nie zuvor. Sie haben selber gesagt, wir haben einen Gasmangel, eine Gasmangellage, und es wird so viel Gas verstromt wie noch nie. Das passt doch nicht zusammen. Es wird nicht so viel Gas verstromt wie noch nie. Das wechselt auch jeden Tag. Das hängt natürlich auch von der Wetterlage und der Sonneneinstrahlung ab. Wir verstromen auch so viel Solarenergie wie nie zuvor. Die Solarenergie ist ja für Stromerzeugung da. Es wird da und sie wird auch weitergehen für die Stromerzeugung, die Solarenergie. Und wir werden die Windkraftenergie, und das ist ja der Königsweg, das müssen Sie auch zugeben, dass wir diese erneuerbaren Energien ausbauen und dass deren Anteil immer weiter steigt. Und ich würde mich freuen, wenn Bayern sich dann auch mehr daran beteiligen würde. Ich weiß nicht, ob die Sendezeit reicht, um über die Erfolge des Freistaats Bayern bei den erneuerbaren Energien zu reden. Die CSU hat relativ lange gesträubt über den Netzausbau, was die erneuerbaren Energien sind. Wir auf Platz 2, Niedersachsen ist stärker. Aber insgesamt, was sie sowieso haben. Das ist aber auch genau der Punkt. Ich verstehe es überhaupt nicht, warum jetzt auch seitens der Ampel bei den erneuerbaren Energien moralisch gewertet wird. Es soll einen Rettungsschirm geben, aber der ist noch sehr vage. Kommen wir mal zu den Fakten zurück. Robert Habeck und auch der Bundeskanzler haben in der Zwischenzeit angekündigt, dass es tatsächlich weitere Maßnahmen gibt, die genau diese Unternehmen schützen werden. Und das ist doch das wichtige Faktum. Nicht, was einer mal in einer Talkshow sagt. Und das wird kommen. Selbstverständlich werden die Unternehmen unterstützt werden. Aber was wird denn da kommen? Es werden sicherlich Unterstützungszahlungen kommen. So wie wir jetzt ja auch schon Unterstützungszahlungen organisiert haben für Einmalzahlung für Rentner, für Studierende, für die Haushalte. Jetzt über den September-Gehalt sollten auch Sie 300 Euro bekommen, alle beide, Sie sind ja angestellt. Und deshalb, und das wird auch für Unternehmen kommen. Sie werden durch den Winter kommen. You never walk alone. Das ist das Versprechen.
Das Problem ist bei der Ampel, dass es immer zu spät kommt und dann nicht ausreicht. Wenn ich mir nur mal überlege, dass die Rentnerinnen und Rentner beim ersten Entlastungspaket gar nicht berücksichtigt waren, dann muss ja immer erst öffentlicher Druck aufgebaut werden, damit die Ampel sich bewegt. Und ich würde mir schon auch wünschen, dass man mal darüber nachdenkt, warum haben wir denn auch eine Inflation, die kommt ja auch vom mangelnden Angebot her. Ich darf ja nicht immer nur an den Symptomen kurieren, ich müsste ja auch versuchen, das Angebot zu erhöhen. Also das Angebot im Energiemarkt, noch einmal die Laufzeiten der Kernkraftwerke, auch einmal das Angebot beispielsweise durch Freihandelsabkommen noch einmal erhöhen. In Kanada ist CETA nicht einmal angesprochen worden. Ja, wir brauchen hier natürlich auch wieder verstärkte Freihandelsabkommen, um auch im Bereich der Rohstoffe Knappheiten zu überwinden. Da höre ich von der Ampel nichts, ist natürlich auch ein Punkt, wer die Ampel hier streitet wie die Kesselflicker, die Grünen aus ideologischen Gründen den Freihandel immer schon ablehnen. Also hier bräuchte es doch eine handlungsfähige, schlagkräftige Ampelkoalition, die auch in dem Bereich was tut, um die Knappheiten zu überwinden. Also ich bin sehr dafür, das Angebot auszudehnen. Das ist in der Tat der Königsweg, das zu machen. Und deshalb müssen wir ja zum Beispiel, wie in dem Energiebeschleunigungsgesetz, die Erneuerbaren, den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr stark ausdehnen. Das heißt, mehr Photovoltaikanlagen, mehr Windräder aufstellen. Sie können ja auch mal eins vor der Staatskanzlei in München aufstellen, da kommt der meiste Wind raus. Und dann können wir natürlich das Angebot vergrößern und tatsächlich mehr anbieten und den Preis dadurch senken. Das ist der Königsweg und da bin ich sofort dabei. Aber da müssen wir es auch tun und nicht nur einfach mal Widerstand sagen und nur das Angebot an Atomstrom, der eine auslaufende Technologie nach Gesetzeslage ist, machen. Das ist ein viel zu enger Blick auf die Dinge, der uns nicht weiterführt. Aber beim Thema Atomstrom ist ja immer die Kritik da, dass es eine Ideologie der Grünen ist. Der Stresstest hat ergeben, eigentlich sollten 3 AKWs noch weiterlaufen, es sollen es aber doch nur 2 sein und die sind erstmal auch nur auf Standby-Modus. Kann doch nicht der richtige Weg sein, oder? Also der Ideologievorwurf, den kann ich genauso gut umdrehen. Ich halte es für eine Ideologie von CDU und CSU, jetzt wieder voll auf den Atomstrom zu setzen, nachdem auch die damalige Bundeskanzlerin diesen Ausstieg organisiert hat. Das ist ja wieder eine Rolle rückwärts nach der zweiten Rolle dieser Parteien. Also das ist nicht tragfähig und nicht nachhaltig. Das kann für eine gewisse Zeit etwas liefern, aber es löst die Probleme nicht. Die Problemlösung ist erneuerbare Energienausbau mit höchstem Tempo. Und da müssen wir noch eine ganze Menge tun, auch an bürokratischen Vorschriften. Aber geht es nicht um jetzt die kurzfristige Lösung? Ja, auch kurzfristig schon können wir noch mehr Windräder aufstellen und mehr Solaranlagen tatsächlich aufstellen. Und das hilft uns wirklich nachhaltig. Aber die sind ja nicht in den nächsten 4 Wochen aufgestellt. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Wie gesagt, wenn man beim Strompreis eingreift, ist der Effekt der Atomkraftanlagen auf den Preis für die Verbraucher marginal. Das ist nicht die Lösung. Also wir wollen ja nicht den Ausstieg aus der Atomkraft rückgängig machen. Wir wollen die 3 Kraftwerke, die noch am Netz sind, länger laufen lassen, weil wir jetzt in einer Stunde der Not sind. Und jetzt kommt immer das Argument, ja, welchen Anteil hat denn überhaupt die Atomkraft am deutschen Strommarkt? Dann kommt immer diese berühmte Zahl von den 8% und dann wird das immer so gering geschätzt. Wissen Sie, welches Potenzial die Einsparvorschläge von Robert Habeck haben? Die haben 2%. Das, was Robert Habeck vorschlägt an Einsparpotenzial, umfasst genau 2%. Und wegen 2% müssen wir uns damit beschäftigen, dürfen wir die Fenster kippen, müssen wir die Türen schließen, müssen wir Waschlappen hernehmen. Darum geht es bei den 2%. Und auf der anderen Seite habe ich 8%, die Atomkraft ausmacht, die rechnerisch 10 Millionen Haushalte versorgt. Und dann braucht mir doch niemand erzählen, dass das nicht preisdämpfend auf den Markt wirken würde. Das muss man doch einmal sehen. Und wenn Sie den Ausbau der Erneuerbaren ansprechen, ich kann das nur noch einmal wiederholen. Wir sind da in Bayern absolut top aufgestellt. Sie kennen die ganzen Kennzahlen. Ja, wir haben einen breiten Mix. Durch unsere Stärke bei Wasserkraft und Biomasse haben wir sogar den größten Anteil an grundlastfähigen Erneuerbaren. Das ist ja auch eine gewisse Herausforderung bei den erneuerbaren Energien. Wie grundlastfähig sind die? Die Sonne scheint nicht immer, der Wind geht nicht immer. Wasserkraft und Biomasse sind grundlastfähig. Und dadurch, weil wir in dem Bereich so stark sind, haben wir in Bayern 52% Grundlastfähigkeit bei den erneuerbaren Energien. Das wird von der Ampel immer wieder ideologisch verbrämt. Es ist aber unsere Stärke. Und in dem Bereich Photovoltaik sind wir auch top aufgeworden. Wir machen in dem Weg auch weiter mit einem bayerischen Energieplan, wo wir Photovoltaik verdreifachen, wo wir die Windkraft jetzt auch nochmal mit 800 bis 1000 Windrädern stärken, wo wir neue Standorte suchen, auch für die Wasserkraft. Wir sind hier absolut an der Spitze. Aber all das steht ja auch nicht in 4 Wochen, muss man da auch sagen, sondern wir brauchen ja Lösungen jetzt für den Winter und vor allem brauchen wir Lösungen, um von diesen hohen Energiepreisen runterzukommen, damit nicht noch mehr Unternehmen ins Straucheln geraten, wie es ja momentan gefühlt tagtäglich passiert. Es gibt ja keinen Tag ohne Schlagzeile. Und Herr Horn, Sie haben die Frage noch nicht so richtig beantwortet. Was plant die Ampelregierung an Hilfen? Was konkret? Bisher ist es nur sehr vage. Da soll es was geben. Energiepreisdämpfungsgesetz heißt es, glaube ich. So ähnlich schwieriges Wort wieder. Aber das soll jetzt für alle geöffnet werden. Aber wie genau, weiß noch keiner. Es wird sicherlich einen zweifachen Sprung geben. Einmal einen quantitativen Sprung, man wird noch mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um tatsächlich über diesen Winter zu kommen, um Unternehmen beispielsweise stärker noch zu stützen, als bisher geplant ist. Zum Zweiten aber auch einen qualitativen Sprung.
Wir müssen jetzt weggehen von einer Sicherung, die auf Einmalzahlung, Einzelmaßnahmen tatsächlich gerichtet ist, hin zu einem systemischen Schutzschirm. Das ist schon im Maßnahmenpaket 3 angedacht, nämlich über die Strompreisbremse. Das ist ja dann ein Mechanismus, wo man in den Markt eingreift und den Preis für die Gaskraftwerke nicht mehr maßgeblich macht, sondern einen niedrigeren Preis, wo dann immer noch Gewinne entstehen, aber dadurch wird der Strompreis gesenkt. Aber wird es Cash geben für die Unternehmen? Gleiches braucht man für die Gaspreise. Das ist kein Cash für die Unternehmen, das sind einfach niedrige Preise für die Unternehmen, die sie bewältigen können. Man stellt den Unternehmen auch, könnte man beschließen, eine bestimmte Menge an Strom oder Gas zur Verfügung, die sie als Basisversorgung haben, zu einem vernünftigen Preis, den sie sich leisten können. Dann haben sie eben niedrige Preise und nicht die hohen Kostendruck, unter dem sie ansonsten leiden würden. Also wie das für private Haushalte vielleicht auch angedacht ist von das ist für private Marco Buschmann, Haushalte, hat das ins Gespräch. Ja, das ist für private Haushalte in der Strompreisbremse schon angedacht. Und ich denke, Ähnliches wird man für Unternehmen auch machen. Das heißt, es läuft nach einer staatlichen Zwangszuteilung, wie viel mir zusteht? Das läuft nach einer Basisversorgung, die garantiert wird. Und diese Garantie ist eine Sicherheit. In der Tat trägt der Staat hinterher die Kosten dafür größtenteils. Der Staat entscheidet, die Alternative wäre ja, die Alternative wäre ja, dass der Kostendruck mit voller Wucht auf die Unternehmen draufschlägt. Und das wollen weder Sie noch ich. Deswegen könnte man zum Beispiel die Gasumlage sofort abschaffen und die 3 Kernkraftwerke länger laufen lassen. Naja, mit der Gasumlage abschaffen, da müssen Sie beides abschaffen, das sollten Sie dann fairerweise sagen, die Gasumlage und die Mehrwertsteuersenkung. Und ob das dann bei den gegenwärtigen Preisen noch lohnend ist für die Unternehmen, das wage ich zu bezweifeln. Nun kam heute Vormittag die Meldung rein, dass die Bundesregierung oder der Staat erwägt, beim Großhändler, beim Großunternehmen Gasgroßhändler Uniper einzusteigen. Kann das jetzt die Preise drücken? Ist das jetzt die Lösung? Nein, das drückt die Preise. Das drückt die Preise nicht, das stabilisiert nur das Unternehmen, das in eine Schieflage geraten ist. Das ist ja etwas, was die Bundesregierung bei Lufthansa auch gemacht ist, wo sie heute wieder ausgestiegen ist, mit Gewinn übrigens. Damit es überhaupt noch Gas quasi gibt. Damit es überhaupt dieses Unternehmen noch gibt. Denn dieses Unternehmen hat eine zentrale Rolle für die Gasversorgung der Bevölkerung, weil sie viele Stadtwerke beliefern. Und wenn man das Unternehmen pleite gehen ließe, wären auch gleichzeitig viele Stadtwerke pleite. Und das würde die Menschen natürlich sehr hart treffen. Nun rufen viele auch nach Steuersenkungen. Wie stehen Sie beide dazu? Steuersenkungen auf diese Weise wieder mehr Kaufkraft herstellen, weil viele Unternehmen, denen laufen auch gerade die Kunden einfach davon, beziehungsweise die Menschen geben weniger Geld aus, weil sie das Geld lieber zusammenhalten. Die wissen nicht, was die nächsten Monate bringen. Steuersenkungen, ist das ein Thema? Das ist ein Mittel der zweiten Wahl, würde ich sagen. Die erste Wahl ist tatsächlich, dass Geld direkt bei den Menschen ankommt, so wie es mit diesen Einmalzahlungen jetzt gerade geschieht. Das kommt sofort ins Portemonnaie. Die zweite Möglichkeit, auch die ist im Maßnahmenpaket 3 angedeutet, dass die Bundesregierung Einmalzahlungen, die vielleicht jetzt in Tarifverhandlungen, die IG Metall verhandelt gerade, vereinbart werden, bis 3.000 Euro steuerfreigestellt werden. Das wären dann 3.000 Euro Cash in die Portemonnaies. Das stützt sofort die Kaufkraft. Steuersenkungen kommen erstmal nur höheren Einkommensschichten zugute. Und die geben auch nicht alles aus. Das heißt, diese Kaufkraft versickert teilweise wieder. Und es kostet eine ganze Menge Geld, das wir vielleicht sinnvoller einsetzen können. An dem Vorschlag wirklich bemerkenswert ist, dass Sie sagen, bis zu 3.000 Euro Zahlungen sind steuerfrei. Die Frage ist, wer zahlt denn die 3.000 Euro? Sie gehen also in der jetzigen Situation davon aus, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern 3.000 Euro zahlen und dafür müssen dann die Angestellten keine Steuern zahlen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir in einer wirtschaftlichen Situation sind, wo dieses Modell in großer Zahl greift, muss man so sagen. Ich habe den Eindruck, dass auch die Unternehmer eher Sorge haben, wie sie den Winter überstehen, wie sie die Kostensteigerungen bewältigen können und nicht, wie sie in diesem Umfang Bonuszahlungen leisten können. Das ist eine absolute Luftnummer, wenn ich das so sagen darf, dieser Vorschlag. Wir brauchen viel mehr, durchaus schon auch Steuersenkungen. Wir brauchen vor allem auch gezielte Steuersenkungen im Bereich auch von Strom und Energie. Wenn ich mir das nochmal anschaue, das würde natürlich schon auch den Unternehmen helfen, gerade auch dem Mittelstand, dem Handwerk, die auch energieintensiv sind, den Bäckern, den Metzgern, den Metallbauern und vielen mehr. Die würden schon davon profitieren, wenn die Energiepreise sinken. Und da sind beispielsweise Mehrwertsteuersenkungen schon ein Mittel der Wahl. Also den Unternehmen geht es im Moment noch nicht schlecht. Das, was wir an Sorge haben, richtet sich eher auf die Zukunft. Unternehmen der Metallbranche, wo jetzt gerade tatsächlich die Tarifverhandlungen laufen, denen geht es im Schnitt ziemlich gut. Die haben hohe Gewinne eingefahren und die können sich Einmalzahlungen in dieser Höhe durchaus leisten. Was ja genau rauskommt, werden die Tarifparteien vereinbaren. Also das ist eine ganz reale Chance, das zu bekommen. Und ich meine, Steuersenkungen nützen auch dann nichts, wenn das Unternehmen nicht mehr zahlt. Dann zahlen sie auch keine Steuern mehr. Also das Argument gilt auch. Aber die Steuersenkung, wie gesagt, ist das Mittel der zweiten Wahl, weil viel von dem Geld, was sie dann an Steuern zurückgeben, versickert in den Taschen, die ohnehin schon groß sind, weil es dann nicht ausgegeben wird. Das ist ziemlich ineffizient. Servus TV On, die Video- und Streaming-Plattform.